Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. CDU-Chef Merz hat eine Zusammenarbeit mit der AfD auf allen Ebenen ausgeschlossen. Die CDU habe dazu eine klare Beschlusslage, sagte Merz im ARD-Sommerinterview. Dies gelte auch für die kommunale Ebene. Eine Interviewäußerung von ihm dazu hatte zuletzt parteiintern für viel Kritik gesorgt, weil sie anders verstanden werden konnte. Merz forderte zudem die Bundesregierung auf, die Wirtschaft nicht ständig durch neue Vorgaben und Bürokratie zu belasten. Aufwärts soll es gehen für die CDU, so will es ihr Vorsitzender, in Umfragen und Landtagswahlen. Noch allerdings profitiert die Union nicht so richtig vom Ärger vieler Wähler über die Ampelregierung. Deren jüngstes Streitthema die Kindergrundsicherung. Auch Friedrich Merz will etwas gegen Kinderarmut tun, aber nicht in erster Linie mit mehr Geld für Eltern. Die bessere Lösung wäre mehr Unterstützung der Kinder, bessere Bildungseinrichtungen, bessere Betreuungsmöglichkeiten. Immer höhere Transferleistungen lösen das Problem nicht. Merz versucht als Kämpfer gegen Bürokratie zu punkten und will zentrale Projekte der Regierung aufhalten. Seine Forderung, Schluss mit Gesetzen, die zusätzliche Bürokratie verursachen, bedeutet, dass zum Beispiel konkret dieses Heizungsgesetz nicht verabschiedet wird, dass dieses Cannabisgesetz nicht verabschiedet wird, dass überhaupt alle Gesetze mal daraufhin überprüft werden, was sie an Bürokratie auslösen. Also Stopp. Im ARD-Format Frag selbst tritt für die CDU Jens Spahn an, fordert in der Asyl- und Flüchtlingspolitik, Migranten an den EU-Außengrenzen abzuweisen und stattdessen bis zu 400.000 Menschen gezielt in die EU aufzunehmen. Dann aber auch Frauen, Kinder, Menschen, die es am dringendsten brauchen. Im Moment haben wir das Recht des Stärkeren. Das sind meistens junge Männer. Wer es irgendwie nach Europa reinmacht und schafft, der bleibt. FDP-Chef Lindner ist im ZDF-Sommerinterview zu Gast. Auch er will, wie die CDU, weniger Bürokratie. Seine Ansage an die Partner in der Ampelkoalition? Da gibt es auch Teile des Koalitionsvertrages, die sind tatsächlich aus der Zeit gefallen. Und da müssen alle ein Einsehen haben. Und zum Ampelstreit über die Kindergrundsicherung sagt Lindner, er rechne sehr kurzfristig mit einer Einigung auf Eckpunkte. Um die Kindergrundsicherung geht es heute auch erneut bei Gesprächen im Kanzleramt. Bundeskanzler Scholz will eine rasche Lösung des regierungsinternen Konflikts erreichen. Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner streiten seit Monaten öffentlich über die Finanzierung der neuen Familienleistung. Während der FDP-Chef die zusätzlichen Ausgaben bei 2 Milliarden Euro deckeln will, hatte die Grünen-Politikerin stets deutlich mehr gefordert. Tina Hassel in Berlin. Seit 17 Uhr sitzt man im Kanzleramt zusammen. Was hören Sie denn? Ja, noch wird verhandelt. Die vierte Runde im Kanzleramt in nur einer Woche. Das zeigt, der Druck, sich irgendwie vor der Kabinettsklausur in Meseberg Gesichtswahren zu einigen, der ist gewaltig. Vor allem für die grüne Familienministerin geht es um viel. Denn Paus hatte ursprünglich 12 Milliarden gefordert und deswegen das eigentlich weitgehend geeinte Wachstumschancengesetz angehalten. Was wir hören ist, man wird sich vor Dienstag einigen. Aber der große Wurf, der ist nicht zu erwarten. Es dürfte nur wenig mehr als die 2 Milliarden Euro geben, die der Finanzminister im Haushalt vorgesehen hat. Deshalb werden die Grünen den Systemumstieg hervorheben, also den Durchbruch, dass erstmals alle Leistungen für bedürftige Kinder gebündelt werden und so auf Dauer immer mehr Geld bei den Familien ankommen soll. Die Einigung wird aber nur Eckpunkte betreffen mit vielen offenen technischen Fragen, die dann erst mit Verbänden und Experten beraten werden müssen. Denn die Ampel will nicht noch einmal unter Druck einen Kompromiss erzielen, der dann wie beim Heizungsgesetz sofort danach wieder in neuen Streit mündet. Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Russland hat den Tod von Wagner-Chef Prigozhin offiziell bestätigt. Eine DNA-Analyse habe ergeben, dass der 62-Jährige unter den Opfern des Flugzeugabsturzes am Mittwoch war, erklärten die Ermittler. Warum der Privatjet mit 10 Insassen auf halber Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg abstürzte, ist weiter unklar. Nach dem bewaffneten Wagner-Aufstand vor 2 Monaten hatte Russlands Präsident Putin Prigozhin als Verräter bezeichnet. Der Kreml bestreitet aber, in seinen Tod verwickelt zu sein.
An der Grenze zu Polen registriert die Bundespolizei eine Zunahme der Schleusungsversuche. Im ersten Halbjahr wurden an den Ostgrenzen Brandenburgs und Sachsens mehr als 12.000 Migranten ohne gültige Einreisedokumente aufgegriffen. Das sind im Durchschnitt fast 70 pro Tag. Die Landesregierungen fordern deshalb mehr Unterstützung vom Bund. Ein Einsatz der Bundespolizei in Görlitz Anfang der Woche. Auf der Ladefläche eines Transporters werden 27 Menschen aus Syrien entdeckt. Die Fahrerin, eine 41-jährige Ukrainerin, wird wegen des Verdachts der Einschleusung festgenommen. Beinahe täglich werden derzeit illegale Einreisen wie diese im Grenzraum zu Polen und Tschechien festgestellt. Die Bundespolizei ist im Dauereinsatz. Was sich als besonders problematisch in unseren Augen darstellt, das ist die Skrupellosigkeit der Schleuserorganisation und das entsprechende Handeln. Wir haben also hier Feststellungen vielfach von sogenannten Behältnisschleusungen, in denen Personen, in denen Menschen ja teilweise wie Ware sozusagen transportiert werden. Die befinden sich also ungesichert, beispielsweise im Kofferraum eines Fahrzeugs oder werden auf der Ladefläche eines Transporters ja regelrecht transportiert. Deutschlandweit wurden allein im Juli 10.714 illegale Einreisen registriert. 6.900 waren es im selben Monat im Vorjahr. Zahlen, die laut Sachsens Innenminister im Herbst steigen dürften. Wer sich mit Grenzlagen auskennt, weiß, dass die zugangsstärksten Migrationsmonate immer seit Jahren September, Oktober, November sind. Deswegen haben wir ja die Bundesinnenministerin schon seit Monaten gewarnt, sie möge sich bitte genau auf diese Monate vorbereiten, weil der Druck war schon immer hoch dieses Jahr, zu hoch. Eine Reaktion des Bundesinnenministeriums steht noch aus. Unsere Nachfrage sei zu kurzfristig. Seit Monaten fordern Sachsen und Brandenburg mehr Engagement vom Bund. Sachsen unterstützt die Bundespolizei bereits mit eigenen Beamten. Das soll angesichts der Lage ausgebaut werden. Die Arktis erwärmt sich schneller als andere Regionen der Erde. Durch den Klimawandel schmilzt dort der sogenannte Permafrost in dicke Schichten gefrorenes Erdreich. Besonders deutlich ist das im Norden Kanadas zu sehen. Im Küstendorf Tuktoyaktuk sackt der Boden unter den Häusern ein. Viele Menschen könnten ihr Zuhause verlieren. Aus der Luft erkennt man die Erosion am besten, sagt Dustin Whalen. Seit fast 20 Jahren forscht der kanadische Wissenschaftler in der Arktis. Noch nie ist der Permafrost so schnell weggetaut wie jetzt. Riesige Eisplatten, schutzlos der Sonne ausgesetzt. Der Boden darüber sackt immer weiter ab. Es ist wichtig zu verstehen, was an Orten mit so extremer Küstenerosion passiert, wo jedes Jahr 6 Meter oder mehr wegbrechen. Daraus lässt sich ableiten, welche Folgen der tauende Permafrost global haben kann. Tuktoyaktuk, hoch im Norden. Hier beginnt der Arktische Ozean. Der 1000-Seelen-Ort könnte der erste in Kanada sein, der komplett umziehen muss. Der Permafrost, der das Land zusammenhält, taut in gefährlichem Ausmaß weg. Ungewöhnlich heiße 30 Grad. Paul Overdine forscht zum ersten Mal in Shorts. Die höheren Temperaturen könnten nicht nur das Leben hier verändern. Die Verbindung liegt darin, dass Permafrostauftau im arktischen Gebieten Treibhausgase freisetzen kann, die zu einer Verstärkung von globalem Klimawandel führen können. Das heißt, was hier passiert, trifft uns auch in Europa. Sie ist eine der ersten, die umziehen musste. Hier stand einmal das Haus von Noella Cockney. Doch der Permafrost unter dem Gebäude wurde immer weicher und sackte ab. Es ist hart, das zu begreifen. So viele Menschen werden ihre Heimat verlieren wegen des Klimawandels. Tuktoyaktuk hat jetzt umgerechnet 36 Millionen Euro von der Regierung bekommen für den Küstenschutz. Doch auch das, so fürchten sie hier, wird die Erosion nur kurzfristig aufhalten. Gerhard Richter zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Im Dresdner Albertinum ist am Wochenende die Ausstellung Übermalte Fotografien eröffnet worden mit Werken, die eher zufällig entstanden. Es sind von Richter selbst aufgenommene kleinformatige Fotografien, die der Künstler nach der Arbeit an großen Gemälden durch Farbreste zog. Der Andrang im Dresdner Albertinum groß, die Bilder klein, sehr klein. 10 mal 15 Zentimeter. Doch wenn die selten gezeigten Objekte von Gerhard Richter eins beweisen, dann, dass große Kunst auch auf kleinstem Format funktioniert. Alles, was Gerhard Richter in seinen Jahren in der Malerei entwickelt hat, findet sich in diesem kleinen Format wieder. Und dieses Spiel zwischen Realität, Abstraktion, Fotografie und Malerei kulminiert in diesen ganz, ganz kleinen Bildern.
Gerhard Richter gestaltete seine abstrakten Kunstwerke oft mit der Rakel, einer Art großem Abstreifer. Am Ende seines Arbeitstags zog er über die noch feuchten Farbreste auf der Rakel zufällig ausgewählte private Fotos. Eine Art künstlerisches Upcycling der Farbreste. Das ist praktisch einerseits Prinzip Zufall und andererseits aber natürlich auch von ihm durchaus gesteuert. Mal ist es getupft, mal ist es zart. Man erkennt an den Bildern, wie er durch Gestik gesteuert hat und das kann man direkt nachvollziehen. Die ersten dieser Werke verschickte Richter noch als Postkarten an Freunde. Erst Mitte der 1990er Jahre erkannte er den Wert seiner eigenen Kleinkunst. Das reizt dazu, sich jedes einzelne kleine Bildchen lange anzuschauen. Es hat eine enorme Wirkung. Also ich bin restlos begeistert. Die 72 Richter-Miniaturen sind noch bis Mitte November in Dresden zu sehen. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München am zweiten Spieltag der zweite Sieg gelungen. Der Rekordmeister gewann gegen den FC Augsburg mit 3:1. Das Spiel Mainz gegen Frankfurt endete zuvor 1:1. Ein Remis, zwei Gefühlswelten. Frust pur bei Mainz 05 über nur einen Zähler, während Frankfurt diesen wie einen Sieg feiert. Die Rheinhessen in der ersten Halbzeit, das aktivere Team, gingen in der 25. Minute durch Jae-Sung Lee in Führung. Die Eintracht-Abwehr samt Torhüter Kevin Trapp in dieser Szene uneins. Und es kam noch bitterer für die Hessen. Nach der Pause sah der bereits gelb verwarnte Knauf nach dieser Aktion gegen Barrero zu Recht die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Dankert. Doch trotz Unterzahl zeigte Frankfurt Moral und kam noch zum durchaus verdienten Ausgleich in der Nachspielzeit. Neuzugang Omar Marmoush mit dem 1:1 Endstand. Die Eintracht bleibt damit weiter ungeschlagen. Bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg hat der Kanadier Zweier mit Peter Kretschmer und Tim Hecker für einen goldenen Abschluss gesorgt. Das neu formierte Duo aus Leipzig und Berlin legte ein furioses Finale über die 500 Meter hin und holte mit einer guten Bootslänge Vorsprung den Titel vor China und Spanien. Im Kajak-Zweier holten schließlich Jule Hake und Paulina Paschek über 500 Meter noch Bronze. Deutschland hat bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien auch das zweite Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Mitfavorit Australien setzte sich das Team um Kapitän Schröder mit 85:82 durch. Eine WM-Medaille holte Deutschland zuletzt vor 21 Jahren. Erleichterung bei der deutschen Mannschaft nach einer der besten Leistungen der letzten Jahre. Ich bin sehr glücklich über die Performance, die wir abgeliefert haben als Team. Und dass wir gegen so eine gegnerische Mannschaft gewonnen haben. Australien ist sehr tough. Gegen Australien zeigt die deutsche Nationalmannschaft auch ohne den verletzten Franz Wagner ein spektakuläres Spiel. Dem Olympia-Bronzemedaillengewinner gelingt kurz vor Schluss der 81:81 Ausgleich. Aber Dennis Schröder mit 30 Punkten Topscorer des Spiels erzielt in Anwesenheit von Basketballlegende Dirk Nowitzki wieder die knappe Führung. Die Entscheidung fällt Sekunden vor Spielende durch Maodo Loh zum 85:82 Endstand. Deutschland gewinnt auch das zweite WM-Vorrundenspiel. Nächster Gegner ist am Dienstag Finnland. In mehreren Regionen Deutschlands hat es auch heute wieder Unwetter gegeben. Gestern waren in Bayern schwere Sturmschäden entstanden. In der Gemeinde Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde deshalb inzwischen der Katastrophenfall ausgerufen. Technisches Hilfswerk, Bergwacht und Polizei sind dort im Einsatz. 80% der Gebäude im Ort wurden schwer beschädigt, Autos zerstört. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch mehrere Tage dauern. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. August. Das Tief über Norditalien sorgt im Süden Deutschlands weiterhin für unwetterartigen Dauerregen. Es bestehen entsprechende Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Richtung Nordwesten heute Nacht teils klar, teils wolkig und in Nordseenähe einzelne Schauer. Am Tag im Süden weiterhin ergiebige Regenfälle, sonst gibt's eine Mischung aus Sonnenschein und kompakteren Wolken, die im Westen und Norden einige Schauer bringen. In Niederbayern und auf den Nordseeinseln heute Nacht um 15 Grad, im westlichen Bergland nur einstellige Werte. An den Alpen im Dauerregen morgen knapp über 10, im Westen und Norden knapp über 20 Grad.
Am Dienstag breitet sich der Regen etwa bis zur Mitte aus, sonst nur einzelne Schauer, am freundlichsten in Nordseenähe. Am Mittwoch ist der Dauerregen im Süden zu Ende und am Donnerstag dort auch mal länger sonnig. Richtung Norden dichtere Wolken und nass, es wird langsam wärmer. In den Tagesthemen um 23.40 Uhr mit Karin Mioska schauen wir auf das Gezerre der Ampel bei der Kindergrundsicherung und ob das Spitzentreffen im Kanzleramt den Durchbruch bringt. Außerdem Milliarden für Spitzenfußballer. Welches Ziel Saudi-Arabien bei seiner Einkaufstour verfolgt? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.